Burlock ist ein Würfelspiel. Jede Runde in drei Phasen. Würfelphase. Göttersegnungsphase. Auflösungsphase. Kopf. Okay, ich beginne. Gegner und du abwechseln. So dreimal würfeln. Aha. Okay, würfeln. Richte einen Schaden, stiehl dem Gegner. Blocke, blocke, blocke. Blocken. Schaden. Nicht schlecht. Segnungsphase. Göttersegnung. Okay, ja, dann Torschlag. Werden die Würfeleffekte der Reihe nach ausgeführt, bringt eine Marke. Sehr krasses Spiel. Ah, okay, ich muss die Steine wegkriegen. Ah, ich verstehe. Blocke, Schild bringt nichts. Mal die Auflösung etwas schneller. Ja, okay. Okay, was bist du? Du bist das Blocke. Angriff am Blocken. Das sollte reichen. Schild, Angriff, das. Okay, Pfeil. Oh. Geblockt. Auch geblockt. Das tat weh. Okay, der hat viele Chips, hat er jetzt. Ein Pfeil. Ja, den blocken wir mal.
Zweimal Hand. Okay, ich nehme Bock. Einen können wir blocken. Autschi. Okay. Cooles Game eigentlich. Macht Bock. Macht Laune. Block. Klauen. Muss ja nicht alle setzen. Angriff. Ein Pfeil. Entwicklungsphase. Gleich habe ich dich besiegt. Ja, wird geblockt. Autschi. Autschi. Schönes Spiel. Ha, du hattest nur Glück. Noch eine Runde? Nein, mehr brauchen wir nicht, nein. Ein andermal vielleicht. Aber ganz nice. War ganz nett. So, aber trotzdem suche ich jetzt meinen Kumpel. Immer noch? Der muss ja hier irgendwo sein. Wo ist denn das jetzt? Gibt's doch nicht. Ich bin's, Eivor. Öffne die Tür. Komm rein, aber sprich nicht so laut. Haralds Männer werden aufmerksam. Wo werden wir wohnen? Die Einheimischen werden sich wehren. Der Krieg wird niemals enden. Oder sie zwingen uns ihre Christen. Vor 2 Tagen befreiten wir das Land von Kjötvi und seinen Hunden. Und doch feiern wir heute nicht, sondern wir kauern unter einer Wolke der Furcht. Aber so muss es nicht sein. Wir sind nicht die Untertanen eines Kindkönigs, der uns mit Füßen tritt. Wir sind der Rabenclan. Unser Schicksal gehört uns. Wusstest du vom Treueschwur deines Vaters an Harald? Nein. Und daher brennt meine Wut heißer als die jedes anderen Mannes hier. Aber das treibt mich nicht in die Verzweiflung. Wir können nicht in Nordwege bleiben. Nicht unter Haralds Stiefel. Nicht ohne neuen Krieg zu schüren. Also gehen wir voran. In neue Lande. Nach Englerland. In eine neue Heimat. Unser eigenes Königreich. Die Söhne von Ragnar Lodbrok sind bereits seit 8 Wintern in Englerland. Ist überhaupt noch Land übrig für einen Clan wie unseren? Mehr als genug, Weib. Von den 4 Königreichen Englerlands ist nur eines wirklich befriedet. Ich habe nicht vor, mich an Haralds Leine legen zu lassen. Mir gefällt die Idee. Unsere eigene Saga. Ich bin dabei. Wir brauchen Zeit und Ressourcen, um uns eine neue Heimat aufzubauen. Aber die Beute aus dem Sieg über Kjötvi sollte genügen. Nein, die gehört meinem Vater. Als gerechte Entschädigung. In Englerland müssen wir von vorne anfangen. Du willst, dass wir mit nichts in ein Land ziehen, das wir nicht kennen? Zu Menschen, die uns hassen? Kjötvis Schätze könnten uns den Weg sehr erleichtern, Sigurd. Ich besiegte ihn. Ich habe ein Anrecht auf diese Beute. Unser Abgang soll kein Angriff auf meinen Vater sein, sondern ein Neuanfang für uns selbst. Wenn wir gehen, brauchen wir alle Hilfe, die wir kriegen können. Wir beanspruchen Kjötvis Beute für uns. Ich verabscheue Diebstahl. Aber wenn es das braucht, damit du meiner Sache folgst, akzeptiere ich. Styrbjörn wird durch den neuen König versorgt werden. Kjötvis Güter gehören uns. Dann auf nach Englerland, bevor die Nacht anbricht. Packt ein, was ihr braucht, aber nicht mehr. Und haltet den Mund. Das Letzte, was wir brauchen, ist die Aufmerksamkeit von Haralds Truppen. Aber Ragnar Lockbrock
Sehr cool, dass es auch Erwähnung findet. Wie viel hast du gehört? Genug. Ein neuer Pfad hat sich gezeigt und deine Reise wird herausfordernd sein. Kommst du nicht mit uns? Um meiner Mutter willen kann ich nicht. Doch unsere Fäden kreuzen sich noch vor dem letzten Tag. Bis dahin, leb wohl. Mhm. Oh, hell. Hell. Oh, ist das hell. Englerland. Auf geht's. Oh, es wäre so cool, wenn wir Ragnar Lodbrok treffen würden. Ich würde das feiern. Ich würde das sowas von feiern. Vikings. Eine coole Serie, kann ich empfehlen. Ich habe auch noch zwei Punkte, die ich verteilen könnte. Hallöchen. Ich bin da. Eivor, der Wind ist uns gewogen. Wir sollten unverzüglich ablegen. Du hast schnell gepackt. Sehr gut. Der Traum von neuen Landen ist ein starker Köder. Genau wie das Versprechen von Ruhm. Aber ein so liebgewonnenes Heim zurückzulassen, hat einen traurigen Beigeschmack. Zweifelst du? Nein, gar nicht. Die Knochen sind gefallen. Dann möge das Schicksal uns führen. Bist du bereit? Ja. Ja, stechen wir in See und reisen unbehelligt ab, solange wir die Gelegenheit haben. Sie ist vorüber. Siehst du? Das Schicksal reist schneller als wir. König Haralds Banner. Oh oh. Sigurd, was ist das für eine Versammlung? Was hast du vor? Einen Abgang, Vater. So würdevoll es nur geht. Wenn ich nicht König in meinem Geburtsland sein kann, beginne ich eine neue Saga in Englerland. Unfug! Dein Platz ist hier, mein Sohn, an meiner Seite. Es wird bald neue Siege geben und neuen Ruhm. Meine Entscheidung steht, Vater. Du stimmst mich nicht um. Hier gibt es nichts mehr für mich. Ich muss mir einen Namen in der Welt machen. Und ihr habt Thornbergs Vorräte geplündert, wie ich sehe. Ihr lasst nichts zurück außer eurer Ehre. Du ließt mir keine Wahl. Als ich zum Ting kam, war ich ein Prinz. Und als ich ging, nur der Sohn eines Jarls. Man hat immer eine Wahl, Sigurd. Ich stelle mich nicht zwischen dich und die Deinen, aber ich gebe dir nicht meinen Segen. Aufgeschissen. Vor 17 Wintern öffnete ich dir mein Haus, Eivor. Und nun ist dein einziger Dank, mich auszurauben. Ich hätte dich den Wölfen überlassen sollen. Trauriger alter Elch. Nimm diese Worte nicht mit nach Englerland. Er hat diesen Tag selbst verschuldet. Ich weiß. Gut, auf geht's. Los geht's. Die Zeit des Rennen ist vorbei, ihr schlaffen Säcke. Jetzt legt eure ganze Kraft in die Schläge. Teilt dir die Kraft gut ein, Dag. Wir müssen einen Ozean überqueren. Schon klar, du fauler Arschling. Sigurd, wie lautet der Kurs? Sigurd! Ragnars haben eine Siedlung an der Küste errichtet. Dort landen wir an. Sing ein Lied, um unseren Huger zu stärken. Ja, weg die Götter! Auf das Tor uns einen mächtigen Furz schickt, um uns anzutreiben. Ein Ozean liegt vor uns, Eivor. Und auf der anderen Seite erwartet uns ein neues Königreich. Kennst du Englerland schon von deinen Reisen? Ich war einen Sommer in ihrem Königreich Mercia. Das Wetter ist mild, das Land wild und üppig. Mittlerweile werden Ragnars Söhne es ganz erobert haben. Werden wir uns ihrem Heer anschließen?
Sie schließen sich uns an. Bald wird ganz Englerland den Rabenclan kennen und den Ruhm, den wir diesem zerrissenen Land brachten. Also nach Englerland! Für Ruhm und Schicksal! Hm. Nach Englerland! Nach Englerland! Oder Walhall! Jetzt geht's erst los, Alter. Das ist Wahnsinn, oder? Jetzt geht's erst richtig los, ey. Das ist der Hammer. Englerland. Oh, jetzt kommt so eine Gegenwartsgeschichte. Ich hasse diese Sachen bei Assassin's Creed. Die gehen mir so auf den Puffer. Mag ich nicht. Es reißt einen so raus. Einfach unnötig. An der University of Cambridge sagte Dr. Zierke den besorgten Zuhörern, dass die Wissenschaft ihnen nur wenige Antworten geben könne. Seit dem koronalen Massenauswurf im Jahr 2012 hat sich das Erdmagnetfeld um den Faktor 50.000 verstärkt. Das führte zu gewaltigen Störungen der Funk- und Satellitenkommunikation, gefährlichen Strahlungsbändern an den Polen und, wie wir alle beim Blick aus dem Fenster sehen, eine Aurora Borealis, die nie verblasst. Leider haben wir keine Erklärung dafür, wieso das passiert. Und wenn wir nicht bald eine Antwort finden, könnte das unser Leben, unsere Kommunikation, sogar unsere Evolution für immer verändern. Dr. Zierke sagte weiter das. Ich habe Elektrolyte für dich. Oho, mit verbesserter Zitrusrezeptur. Danke, Sean. Wie bringen wir das in Ordnung? Wie kannst du der Schlüssel zu allem sein? Cool. Du bist weit weg von zu Hause, Eivor. Okay. Was muss ich jetzt machen? Wie gesagt, ich hasse diese Zwischen... Gegenwartsdinger. Finde ich echt nicht toll. Das reißt einen immer so raus. Man ist gerade so schön drinne. Und dann wirst du so rausgerissen. Und das ist doof. Das hat mich schon bei den sämtlichen Assassin's Creed-Teilen sowas von genervt. Ich würde gerne eine Runde spielen, aber ich habe leider was Besseres zu tun. Ja, was hast du denn zu tun? Sag es mir. Hast du meinen Tee? Oh, Minztee ist nicht wirklich Tee, Bex. Das ist nur ein Aufguss. Quasi schmutziges Minzwasser. Egal wie du es nennst, Sean. Hast du welchen gekauft? Selbstverständlich. Hey, tut mir leid, dass ich dich rausholen musste. Der Generator hat gestottert. Ich brauche sowieso frische Luft. Wie war der Datenstrom im Animus? Alles in Ordnung? Nach einer Weile war er stabil. Gut, gib mir einen Moment, dann kannst du wieder rein. Es ist noch ein Satellit abgestürzt. Hast du es gesehen? Hab ich. Das war einer von Abstergo. Gut.
Naja, ein Großteil von Nordamerika hat kein GPS-Signal mehr. Also es hängt davon ab, was man eben gut findet. Ja. Selbst wenn wir gewinnen, verlieren wir. Okay, wir sind soweit. Wenn du bereit bist, kannst du wieder rein. Mhm. Ich hätte nichts dagegen. Genießen Sie den Aufenthalt, vergessen Sie nicht, den Müll rauszubringen und gießen Sie einmal am Tag die Pflanzen. Ja, das vergesse ich bestimmt. Stellst du das in den Kühlschrank schauen? Natürlich. In einer Minute. Denk dran, Tomaten kommen nicht in den Kühlschrank. Ach nein? Ich pack die in den Kühlschrank. Schon war fleißig. Audiofragment, optische Audiodatei. Wie gesagt, ich könnte jetzt wieder gesagt selber lesen. Ist es okay, wenn ich Musik anmache? Ja, mach ruhig. Cool. Ja, also reden wir nochmal mit ihm hier. Hallo, Leila. Sean, was hältst du von dem Grab? Nun, es widerlegt ein paar hundert Jahre Forschungsarbeiten über die ersten Europäer in Nordamerika. Aber abgesehen davon ist es nur ein Haufen alter Knochen, oder? Na ja. Können wir mal kurz über das Ding in meinem Nacken reden? Ah, den Stimmungsstabilisator. Ja. Er ist nicht gefährlich, oder? Ich meine, ich fühle mich gut, aber ich möchte sicher sein, dass es keine Nebenwirkungen gibt. Es sollte keine geben. Er blockiert nur Signale von außen. Ein passiver Effekt, damit der Stab dich nicht, du weißt schon, beeinflusst. Der Stab kommt schon, was letztes Jahr passiert ist, dich. Ich hatte keine Kontrolle darüber. Ich wollte widerstehen. Ich verstehe. Und dein altes Team, vielleicht verstehen die es nicht, aber wir haben sowas schon früher erlebt. Trotzdem, wenn du mit uns arbeiten willst und herausfinden willst, warum die Welt zum zweiten Mal in 8 Jahren vor dem Untergang steht, dann trägst du das Ding, bis wir dir was anderes sagen. Befehl von William. Ich weiß. Das ist kein Problem. Es sind nur ein paar Wochen, ja? Bis wir mehr wissen. Du hast recht. Ich weiß, dass du recht hast. Okay. Laptop. Sehen wir uns das mal an. Die Boten, Edenstab, meine Dateien, Medien, Posteingang. Okay. Papierkorb ist irgendwas. Datei beschädigt. Wie gesagt, ihr könnt das alles durchlesen, kein Problem. Aber ich bin da kein Freund von. Hastings. Stab. Ich bin durch die Hölle gegangen, um dich herzubringen. Wehe, das war es nicht wert. Okay, mit ihr sollten wir auch noch mal reden. Geht's dir gut? Besser. Aber ich mache mir Sorgen, dass das nochmal passiert. Die 2 Datenströme. Ich kann es nicht ausschließen. Ich verstehe es ja selbst kaum. Es war wie 2 Persönlichkeiten, die um ein Gehirn streiten. Es tat weh wie eine Schrotladung in den Kopf. Tja, irgendwas an dieser Wikinger-DNA-Probe fühlt sich zu dicht an. Verrauscht. Könnte es der Stab sein, der irgendwie dazwischenfunkt? Wie meinst du das? Meine Kopfschmerzen, meine Launen. Das ging los, als ich das Ding bekam. Ich hoffe, du suchst keine Ausreden für, du weißt schon, deinen Freund. Nein, verdammt.
Mach ich nicht. Sorry. Pass einfach auf dich auf. Und wenn du spürst, dass du die Kontrolle verlierst, sag Bescheid. Ich versuch's. Wirklich, das tue ich. Okay, so, da haben wir noch eine Pflanze. Sean, denk daran, die Blumen zu gießen, wenn ich da unten bin, okay? Ich schreib's mir in den Kalender und lasse es mir aufs Bein stechen. Wenn das vorbei ist, schlafe ich wieder in einem echten Bett. Okay, naja, die Sache ist, es wird noch eine ganze Weile nicht vorbei sein. Okay, es geht weiter. Mit dem Langschiff dauert es etwa eine Woche von Norwegen nach England. Ich spule vor. Leila, alles okay? Kannst du die Nachricht nochmal abspielen? Wir haben eine Abschrift, falls du was Bestimmtes suchst. Ich könnte... Nein, ich will sie hören. Okay. Ich will vor dir nichts verbergen, es ist nur... Diese Nachricht führte uns zu diesem Ort. Zu einem Norwegergrab in Nordamerika. Und die Knochen da draußen sind unsere einzige Spur und unsere einzige Chance, den Planeten zu retten, bevor es zu spät ist. Hier ist sie. Ich lebte. Ich starb. Und nun schlafe ich. Und im Schlaf träume ich. Und im Traum sehe ich ein Ende des Untergangs, welcher der Erde ein weiteres Mal droht. Finde das Wolfsmal. Finde den Wütenden. Finde mich und rette uns alle vor einem weiteren Tod. Ziemlich verstörend. Die Impulse in der Nachricht. Bist du sicher, dass es nur Koordinaten sind, sonst nichts? Ich konnte nichts finden. Okay, ich bin bereit. Dann los. Ja, endlich. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung dazu sagen. Mögt ihr diese Gegenwarts-Zwischensequenzen oder stören die euch auch, so wie mich? Also wie gesagt, ich würde ganz gerne ohne auskommen. Wir gehen die einfach auf den Puffer. Sowas will ich sehen. Englerland. 873. Sieht das geil aus. Leckt mich am Arsch. Da ist es. Englerland. Unser neues Zuhause. Nichts im Vergleich zu Nordwege. Aber wir werden es uns schon bald zu eigen machen. Ich bin froh, überhaupt Land zu sehen. Und noch glücklicher wäre ich über festen Boden unter den Füßen. Wir sollten nichts überstürzen. Dieses Gebiet gehört den Sachsen. Das Königreich Mercia ist größtenteils unbefriedet. Sie werden uns aus jedem Geäst beobachten und Fallen aufstellen. Wir müssen wachsam sein. Randvi! Die Ruder rein! Anhalten! Hast du etwas entdeckt? Noch nicht, aber wir fahren voraus und kümmern uns um mögliche Gefahren. Folgt uns, wenn die Sonne den Horizont berührt. Verstanden. Möge Thor euch auf eurem Weg begleiten. Eivor, du gabst deinem Volk ein neues Zuhause, als deine Heimat karg und unwirtlich wurde. Du gabst den Wikingern etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Du hast es geschafft, diese zerrütteten Königreiche zu zähmen. Aber deine größte Reise steht dir noch bevor. Macht euch bereit. Wir müssen ein Königreich erobern. Nun geh, Eivor. Sichere dir deinen Platz in Valhalla.